Neben mir steht Dietmar Stoffels. Dietmar, wir haben eben die erste VDV-Weiterbildungskonferenz beendet. Die lief in einem völlig neuen Format. Welche Befürchtungen gab es denn vorher, die man so hatte vor diesem neuen Format? Also die Befürchtung war, dass nichts kam, weil wir nicht wussten, was ist ein Barcamp. Das haben wir im besten Sinne erfahren. Wir hatten uns in unserem Ausschuss beim VDV lange darüber unterhalten, wollen wir es machen, wollten wir es nicht machen. Wir hatten aber keine Erfahrung. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht und jetzt muss ich sagen, es ist ein ganz tolles Mittel fürs Wissensmanagement. Es hat unglaubliche Vorteile, es sind Netzwerke geboren worden. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Der Chef der VDV-Akademie, Michael, steht vor mir. Michael, wie haben die Teilnehmer reagiert? Was ist dein Eindruck? Also, wenn man das Feedback nimmt, was da gerade gekommen ist, zum Ende, muss ich sagen, die waren sehr begeistert. Also muss ich auch wirklich sagen, etwas, womit ich nie gerechnet habe, dass eine solche Konferenz, ich nenne sie jetzt nochmal Konferenz, am ersten Tag hatten wir auch Konferenz, aber dann dieses Barcamp so eine Dynamik entwickeln kann. Also wo so viel Austausch stattfindet, wo so viel verantwortungsvolle und auch vertrauensvolle Arbeit stattfindet, das habe ich in dieser Form selten erlebt, muss ich sagen. Und das beflügelt uns einfach dazu zu sagen, komm, lass uns künftig viele, viele Veranstaltungen, da wo es sich anbietet, in dieser Form einfach machen. Ich glaube, wir bekommen da so viel Kenntnisse raus. Auch für unseren Verband, das ist ja immer wichtig, und für unsere Bildungsarbeit, die kriegst du nirgendwo anders. Ja, wir haben ganz viel Menschen heute beteiligt und ich habe auch den Eindruck, dass ganz viel intensiver Wille da ist, sich einzubringen, gerade jetzt vor diesen neuen Zeiten, wo ganz viel Neues auf uns einstürmt und wir irgendwie reagieren müssen im Bildungsbereich. Schönen Dank, danke für den Mut, es so zu machen. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Danke euch beiden. Danke.